Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum. Wir sind immer noch in Pyritus. Ich weiß, dass der Fortschritt hier gerade nicht so schnell ist, aber wie gesagt, nicht gotta catch 'em all, sondern gotta krall 'em all. Oder so ähnlich könnte man das jetzt sagen. Gegen diese paar Trainer hier haben wir schon gekämpft, also geht es gegen diesen hier. In den Kampf. Und was? Du willst mit mir kämpfen? Kein Problem. Kämpfe sind hier immer willkommen. Ja, natürlich. Also machen wir das mal. Joey, Kelly. Hey, Joey, Kelly. Wir haben hier schon einige Berühmtheiten. Morlords, das war, glaube ich, auch ein Krypto, oder? Na, wir werden es ja gleich sehen. Nein, es war kein Krüppel, aber egal. Morlords hatte ich damals sogar in einer goldenen Edition genommen und ich sehe gerade, dass ich meine Pokémon nicht mal geheilt hatte. Und der spezielle Blick sagt, dass... Ja, Morlord eine dunkle Aura hat. Na gut, dann müssen wir das erstmal so machen. Nachtara schläft, also müssen wir es mal wachrufen. Verdammt, das wäre gerade so toll. Ja gut, gegen Anton wollen wir mal hier was machen. Aber erstmal Nachtara wachrufen. Ach, wenigstens schön, dass es auf Anhieb wach wird. Es liegen jetzt mal wieder ein paar Tage zwischen der Aufnahme. Aber das ist ja egal. Aussetze? Ach komm, ich kann jetzt keine Rückkehr mehr einsetzen. Oh, eine Tüte mit Leid. Aua, 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 kein Surfer. Aua, das tut weh. Naja gut, es ging. Es hielt sich in Grenzen. Ah, den Surfer haben sie wirklich toll gemacht. Auch wenn sie leider nicht die schönen Effekte wie in Wave Race Blue Storm hinbekommen haben. Aber, naja gut, man kann ja auch nicht alles haben, oder? Also, das wäre ja zu viel des Guten. Nein, weiß ich nicht, aber die sind ganz schön robust, diese Krypto-Pokémon. Zumal es meistens auch Weiterentwicklungen sind. Ach, verdammt! Anton schreckt zurück, wunderbar. Oh, 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 das könnte wehtun. Oder doch nicht, zum Glück. Alles klar. Na dann, Anton ist zurückgeschreckt, Morlord ward vom Rückstoß getroffen. Dann setzen wir nochmal schön Biss gegen Anton ein und Psyana nutzt auch Konfusion nochmal. Das sollte es genügend schwächen. Und dann sollte auch ein nächster Treffer noch verkraftbar sein. Es ist schon mal im guten Bereich. Setzt Biss ein, wunderbar. Und damit ist auch Anton Geschichte. Und es kommt ja zum Glück kein weiteres Pokémon. Ich hatte in Erinnerung, dass es noch in einer bestimmten Phase des Spiels anspruchsvoller wird. Habe ich irgendwie so ganz blöd in Erinnerung. Oh, ich könnte sogar noch einen Surfer überleben. Aber wir wollen es mal... was machen wir da? Biss dürfte nicht so viel abziehen. Deswegen setzen wir das mal ein und rechte Hand noch dazu. Das sollte gut funktionieren. Denn wir wollen ja Nachtara helfen. Und wenn es gegen ein Pokémon geht, dann wird es sicherlich gleich gegen Psyana gehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn die KI gut programmiert ist. Okay, wenn du... Okay. Gut, umso besser. Das Glück ist ja mal auf meiner Seite. Na gut, dann wollen wir mal einen Superball nutzen. Und zwar wieder auf altbewährte Manier. Und ja, wenn das Spiel das zulässt, dann ist das aus meiner Sicht doch kein Cheaten. Ganz ehrlich. Dann ist es halt eine Sache, die so funktioniert. Wenn die Entwickler das nicht ordentlich, also wenn die das vergessen haben, ist es ja nicht meine Schuld. Okay, wir tauschen aber mal das Pokémon aus. Gegen Tyrakrok. Genau, wir nehmen Tyrakrok. Denn schließlich möchten wir das irgendwann mal befreien können. Also, Krallball, Flieg und Sieg. Du super Krallball, besser gesagt. Und wird es drin bleiben? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und zack. Das ist halt das Schöne, beim dritten Mal wartet das nicht so lange. Yay, Morlord wurde auf den PC übertragen, wunderbar. Damit haben wir ihn auch besiegt. Uah! Sagte er, nachdem er verlor. Und, was hast du uns Schönes noch zu sagen? Das war stark, lass uns bald mal wieder kämpfen. Okay, denn... müssen wir noch besiegen, aber, also wenn das ein Trainer ist, aber wir sollten mal zunächst für 100 Poké-Dollar,
Das ist ein ganz schöner Ausbeuter hier. Uns heilen. So. Na dann, wollen wir die beiden mal wieder sich erholen lassen, oder? Okay. So, dann Schwarzbild ab. Bam, 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 bam. Ja. Genau, man spielt immer diese Musik ab und man weiß, was passiert ist. Also mit den beiden. Aber das kann ja mal vorkommen. Ist ja alles menschlich. Okay. Gegen die haben wir jetzt alle gekämpft. Wunderbar, da haben wir den Platz so gut wie gesäubert. Mal gucken, ob er kämpfen will. Kämpfe! Kämpfe machen Freude! Kämpfe machen so viel Spaß! Lass uns alle hier nur noch kämpfen. Kommt. Wir geben endlich Gas. Achso, der fragt mich mal, ob wir kämpfen möchten. Kanto! Skater Kanto! Okay, schriebe man ihm mit K, dann hieße er genauso wie die Region. Azure, die Vorentwicklung von Meryl. Aber wir schicken mal wieder Nachtara und Psyana in den Kampf. Das sind erstmal unsere beiden Haupt-Pokémon. Aber Jasmin hat einen speziellen Blick für das Schneckmark. Hat eine dunkle Aura. Na sowas. Dann stürzen wir uns erstmal mit voller Macht. Und zwar mit Biss auf Azure. Und die Konfusion tut auch ihr Übriges. Also, damit das Azure mal wirklich schnell weg ist hier. Mal gucken, ob es gut geht. Okay, das müsste danach wirklich down sein. Es ward sogar verwirrt. Mensch, das wird dir leider nur nichts nützen. Aber es passt wenigstens. Konfusion heißt ja Verwirrung. Also deswegen, nur Verwirrung klingt langweilig. Aber, wie gesagt, wenn man das immer herausfindet, dann merkt man, dass Pokémon sogar ein bisschen bilden kann. Zumindest von der Artikulation her. Fluffeluff. Oh Gott. Also die Krypto-Pokémon, die sind stellenweise echt stark. Und dieser Effekt sieht immer richtig geil aus, oder? Also der Effekt ist mal wirklich der Burner. Okay. Fluffeluff. Wir machen einen Biss auf dich. Psyana. Wir werden dich mal austauschen. Tyrakrok ist da sicherlich die bessere Wahl. Denn ich gehe mal davon aus, dass jetzt nochmal ein Flammenwurf eingesetzt wird. Oh, guckt euch mal das Tyrakrok an, das ist bald fertig. Es ist bald soweit, aber wie gesagt, nur allein den Balken runterzubringen, bringt das ja noch nicht. Da war ja was von einem Celebi, was da berichtet wurde, oder? Oder nehme ich da schon was vorweg? Das sieht trotzdem ordentlich ab, muss man sagen. Aber Fluffeluff ist zurückgeschreckt, na wunderbar. Und deswegen, gucken wir mal, Nachtara macht einen Biss. Tyrakrok. Ho. Wir haben natürlich jetzt eine sehr mächtige Attacke, aber diese einzusetzen wäre schon purer Leichtsinn. Deswegen werde ich auch Biss auf Fluffeluff anwenden und mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Achso, Fluffeluff ist schon besiegt worden. Na wunderbar. Nee, aber den Surfer will ich nicht einsetzen. Der ist zu stark, meiner Meinung nach. Gut, die Kryptos sind wahrscheinlich eh ein bisschen stärker, aber Wayne interessiert's oder so. Also Tyrakrok, setz mal was ein hier. Ja, gut. Kann man machen. Flammenwurf schon wieder. Au. Ach, das war so klar. Aber so viel zieht's gar nicht ab. Aber bitte fang nicht an zu brennen. Okay, sieht gut aus. Ach, ich sehe schon. Moment. Und mal Surfer müsste sich jetzt an der Stärke aufteilen. Aber das ist mir persönlich ein bisschen zu riskant. Weshalb ich nur den Kryptoschlag anwende auf Schneckmack. Gucken wir mal, ob das funktioniert und er nicht in den Furio... Nee. Doch, Furio-Modus verfällt, oder wie der hieß. Also dann, mach mal. Nein! Nein! Genau das musste natürlich ein Volltreffer werden. Ach, verdammlich. Das musste ja soweit kommen. Naja gut, du hast aber trotzdem gut gekämpft. Das muss man dazu sagen. Okay. So, Wablu. Ja, was machen wir mit dir? Ach komm, Surfer, das kann schon nicht schaden. Natürlich musste das ein Volltreffer werden, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir haben ja zum Glück noch eine zweite Chance, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist... Ach nee, nur ein Perspektivwechsel. Also den Surfer, den finde ich nett. Mit der Wasserqualität von... sag schon. Von
Es wäre Zeit. Also mit der Wasserqualität von Wraith Race Blue Storm wäre das noch epischer gewesen, denke ich. Und damit bis nächste Woche. Dann probiere ich nämlich mal was aus. Ich möchte jetzt erstmal hier in irgendein x-beliebiges Haus. Zum Beispiel dieses hier. Dann gehen wir hier nochmal raus. Und dann setze ich mal das Pokémon Tyrakrok an die zweite Stelle. Weil Nachtera dann irgendwie doch ein bisschen mehr aushält. So, dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Dann bin ich echt mal gespannt. Also. Ach verdammt, doch, er ist noch da. Genau, jetzt kann man nämlich nochmal gegen ihn kämpfen und ich möchte nämlich gleich das Pokémon nochmal holen. Also es müsste eigentlich, so wie ich gesagt habe, wieder da sein. Genau, Schneckmark und Azurill. Wunderbar. Dann dürfte auch Schneckmark immer noch das Brykto-Pokémon sein, genau. Das Brykto-Pokémon. Ja. Immer diese Wortverdreher. Aber egal. Ja, genau. Das erkennt man halt schon dann immer, wenn noch so eine Zusatzanimation kommt, da weiß man, aha, Jasmins Blick kommt gleich. Jasmins Blick erblickt gleich die Welt. Und man kann die Trainer natürlich noch dazu nutzen, um zusätzlich zu trainieren. Das wollte ich auch dazu sagen. Das ist natürlich auch jederzeit möglich. Und jetzt müsste sich der Surfer eigentlich von der Stärke her aufteilen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So geht. Statt sehr gut sagt man so geht. Wir tauschen jetzt mal alles aus. Das ist dann nun bei Mehrwortsätzen durchaus komplex. Flammenwurf wird gegen Nachtara gehen, oder? Okay, das war auch das einzig Klügste. Das einzig Kluge, meine ich. Das einzig Klügste, genau. Versuchen wir etwas zu steigern. Ja. Okay, Schneckmark, du hast das super überlebt. Da bin ich sehr stolz auf dich. Und Tyrakrok, du wirst... Na, ich kann ja nicht sicher gehen, dass der Superball gleich Erfolg zeigt. Weshalb ich erstmal wieder das Item austauschen werde. Und dann schauen wir doch mal. Also, Tyrakrok, du kannst noch einen Charybdis-Schlag gegen Fluffeluff machen. Das sollte Fluffeluff aus den Socken hauen. Denke ich zumindest. Okay, warten wir es ab. Gut, dass sich der Surfer aufgeteilt hat. Ich meine, so konnte es das nur überleben, denn ansonsten ist es ein Step von Tyrakrok. Bei Stärke 95 und Schneckmark wird gefangen. Ward gefangen. Mensch, es ist früh am Morgen. Naja, so früh ist es nun auch nicht mehr. Wir haben es jetzt. Lass mich mal gucken. Wir haben es jetzt 9.22 Uhr. Genau, 9.22 Uhr. Am 12.06. Genau, am 12.06. des Jahres 2014. Und genau vor ein Jahr war Gildentreffen. Yay! Aber wenn die Folge rauskommt, ob sie überhaupt rauskommt? Nein, doch, sie kommt irgendwann raus, das ist Fakt. Aber wann, das weiß ich natürlich noch nicht. So, und, ja, bei Tyrakrok, da lesen wir gleich nochmal den Status, aber nicht jetzt, sondern wir wollen ja noch ein paar andere Pokémon befreien. Ein Elektro-Pokémon bekomme ich ja noch durch was anderes eigentlich. Aber Kampf könnten wir zum Beispiel auch gebrauchen. Also wenn sie Weiterentwicklung, die könnte, denke ich mal, ganz gut sein. Müssen wir mal gucken, wie mein letztendliches Team aussieht. Also das Gute ist ja, dass das ja alles noch EP bringt später. Es kommt ja alles noch. So, Warblu, was wirst du machen? Ein Schnabel. Oh oh, nein. Achso. Gegen Makuhita wäre es sehr effektiv gewesen. Um es mal so ins Gedächtnis zu rufen. Okay, Nachtara. Du musst jetzt mal ein bisschen hier einen auf Tank spielen. Obwohl, Vati, warte mal. Vati, gucken wir mal, was Vati so Schönes im Angebot hat. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er jetzt gesehen hat, dass hier Makuhita draußen ist. Und so gesehen, er denkt sich, das wäre ja durchaus effektiv gegen Makuhita. Na, mal gucken, wie die KI das denkt. Ach, egal. Egal. Ende der Spekulationen. Und wir werden hier auch noch ein anderes Pokémon in den Kampf holen, nämlich Noctu. Also letztendlich müssen wir eh alle Herzen der Pokémon befreien.
Deswegen, Vati, was hast du denn? Donnerwelle, okay, das ist jetzt noch nicht das, was ich unbedingt brauche. Aber das wird schon irgendwie gehen. Naja, die Kämpfe, die sind hier halt durch diesen Furio-Modus immer noch ein bisschen erschwert, weil das halt jederzeit passieren kann. Und Röhrens, Babu Vati besiegt. Aber Vati hat auch einen Rückstoß abbekommen. Na gut, sonst wäre die Attacke wahrscheinlich zu stark, denke ich. Aber das macht es halt alles interessanter. Aber das Witzige ist, diesen Kryptoschlag, den gibt es vielleicht doch nur in XD? Ach ja, das Spiel will ich unbedingt haben, aber die Preise, die sind ja damit, also total übertrieben. Aber so richtig übertrieben. Schneckmack werde ich nicht mit ins Team nehmen, da ich da andere Absichten habe. Ja, wir wollen erstmal wieder für 100 Poké-Dollar hier ein bisschen was machen. Mensch, Jasmin, du bist aber ganz schön teuer. Obwohl, nein, der Preis ist angemessen. Okay. So, also dann gucken wir doch mal nicht ins PDA. Krall-Info, da können wir nur mal gucken hier. Die habe ich schon alle halt gesammelt. Dort gekrallt. Herz verschlossen und so weiter. Da sieht man halt auch, von wem ich die Pokémon gekrallt habe. Finde ich wirklich eine schöne Angelegenheit. Taktik-Memo, was hat man denn hier? Ach so, das sind die Pokémon, die ich schon alle gesehen hatte. Oder auch mal im Besitz habe. So, Moment. Dann gehen wir nochmal zurück. Wir hatten hier doch Tyrakrok. Also gucken wir uns mal den Bericht an. Öffne nun das Herz ganz, ist noch die Aufgabe. Ja, das wissen wir schon. Wesen still, im Bürgermeisterhaus gefangen. Mhm. Das Herz öffnet sich bereits ein bisschen, zumindest kann man eher dazu sagen. Na gut, also dann setzen wir mal Psyana wieder an die erste Stelle. Also Tyrakrok ist schon mal richtig weit, das ist sehr schön. Dann gucken wir doch mal, was uns jetzt noch Schönes erwartet. Also, wo sind wir stehen geblieben? Genau, hier im Pyritus. Wir können jetzt endlich mal die... Nein, wir können noch nicht die Brücke überqueren. Sondern gehen hier erstmal in das Haus hinein und schauen mal. Ach ja, mit dem Strom, den diese Windmühle erzeugt, betreiben wir unser Kolosseum. Die Mühle sieht zwar etwas alt aus, aber sie leistet noch gute Dienste. Hier drehen sich mehrere große Zahnräder. Ach so. 30 Jahre drehe ich am Rad. Oh, na wie sieht es aus, Kleiner? Willst du auch mal die Räder drehen? Hm? Tut mir leid, aber diese Arbeit ist nicht so einfach. Komm einfach in 20 Jahren noch einmal vorbei. So, und dann machen wir das nochmal. Ich könnte mich entsinnen. Na, siehst du, 30 Jahre mache ich jetzt diese Arbeit und keiner macht sie so gut wie ich. Ich weiß nicht warum, aber ich musste an so einen Spruch denken. Hallo, ich bin der Hannes. Warte mal. Oh Gott, wie ging der weiter? Ah, das ist so schlecht, wenn man irgendwelche Sprüche sagen möchte. Aber... die Tür ist verschlossen. Oh, da können wir doch mal über die Brücke hier watscheln. Hier war das mit den dynamischen Kameras? Nee, auch noch nicht so. So, ich überlege gerade... Schrecklich. Wenn man von hier aus nach unten schaut, dann fühlt man sich, als ob man hinabgesaugt würde. Die Schlucht muss irrsinnig tief sein. Man sieht nicht einmal mehr den Boden. Ihr müsst wissen, ursprünglich war Pyritus eine Bergbaustadt. So. Oh, ja, Mann. Verflixer mal, beim letzten Turnier habe ich mir den Sieg durch die Lappen gehen lassen. Und das war nicht das erste Mal. Beim letzten Mal, beim vorletzten Mal und auch das Mal davor. Immer verliere ich. Es ist wirklich zum Heulen. Ich hab's. Ich werde zum Orakel von Pyritus gehen. Sie soll mir sagen, wann ich endlich gewinne. Ja, kann sie ja mal, kannst du ja mal machen. Bist du jetzt auch von dannen gezogen? Nein. Ja, vom Rumstehen allein wirst du auch nicht dahin gelangen. Das solltest du zumindest mal wissen. Ah, ja. Ich hätte mir eigentlich das Geld sparen können. Hier gibt's doch was zum Heilen. Ach. Naja gut, wir wollten doch mal nicht so geizig sein, denn ich muss ja keine 14-seitigen Integralrechnungen rückwärts auf Haaremilch mit den Füßen in Ziegenblut auf einen geweihten Papyrus schreiben. Also dann, verflixt, ich bin zu spät, jetzt kann ich nicht mehr am Turnier teilnehmen. Weil munkelt, wer hier gewinnt, bekommt ein mega starkes Pokémon, so wie Kale eins hat.
Oh nein, das war doch ein Geheimnis. Tu mir den Gefallen und vergiss, was ich eben gesagt habe. Francine, war Kerl nicht dieser Kerl, der am Eingang der Stadt rumlungerte? Vielleicht weiß er irgendwas. Fragen wir ihn doch. Oh, was hat es mit Kerl auf sich? Willkommen im Kolosseum von Pyritus. Wollt ihr euch zu den Wettkämpfen anmelden? Ich bitte um Verzeihung, aber das Turnier hat bereits begonnen. Meldet euch also bitte doch zum nächsten Turnier an. Ja, schön. Das sagst du uns jetzt. Okay, wir sichern nur noch ganz schnell das Spiel. Und dann soll es auch für diesen Part gewesen sein. Oh, 3 Stunden 33, na umso besser. Schöne Schnappzahl. Und ich hoffe an dieser Stelle, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part, wo wir mal Kale aufsuchen werden, sieht man sich.